eigentlich. Mich hat der heutige Abend durchaus berührt. Oh weh, mich auch. Verwählt in der Sensch unserer Jahre. Ich bitte Sie, wo gibt's denn sowas? Das ist der Versuch einer Beschreibung, wie die kommt und vergeht. Also entschuldigen Sie bitte, aber das ist ein schlampig verpackter, ahnungsloser Unfug. Ich heiße Kasper. Was? Ach, eine Dichterlesung halt. Schnaps! Braucht ein Joint. Konsumiert die arme, deutlichste Drogen. Du bist deine einzige Einladung zur Verarschung. Für einen gepflegten Zynismus muss man seine Seele verlieren. So abgebrüht bin ich noch nicht, leider. Du schaffst gut. Die Scheidung steht dir ausgezeichnet. Ich den Job aufgab, eine kräftige Abwertung kassierte und nichts mehr tat. Mein Sohn Gustav trat in meine Fußstapfen. Grafiker? Nein, auch er tut nichts. Das ist ein Grund mehr, mich zu heiraten. Es scheint, als ob hier der Sommer späte Boten schickt und der ein oder andere Schmetterling auf welkende Blüten fällt. Liebe. Weißt du noch, wie damals, als du noch mit mir sprachst, völlig unsinniges Zeug hast du gefasst, aber mich nicht mit gar so leeren Augen angeschaut. Papa ist immer so putzig, wenn du mit dem Wechselgeld nicht zurechtkommst. Weißt du noch? Du hast dich angeboten zu helfen. Ich hoffte, dass du mit der Zeit einsiehst, dass deine häusliche Pflege bei Wahrheit keine Lösung ist. Ich konnte ja nicht ahnen, dass du mit ihm stirbst. Er ist nicht tot. Er nicht. Ihn erhältst du im Leben. Aber du gehst unter und mich ziehst du mit, ihm professionelle Hände zu geben. Statt dich mit ihm einzusagen, um mich zu einem Grab echt dran. Geh auch, geh! Anna, du weißt, was ich meine. Du solltest wieder unter Menschen gehen. Es reicht, wenn sich einer von uns abkapselt. Gib ihn in Pflege, Anna. Besser das bezahlen. Er sagt, er habe vorgesorgt.